Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zum Feuerwehr 2014, die Simulation. Mein Name ist Bauer und ich wünsche euch viel, viel Spaß und Vergnügen. So, letzte Folge haben wir den Auftrag erledigt und jetzt können wir wieder freundlich zur Feuerwache zurückkehren. Wo muss ich denn rein? Hör mal auf zu jaulen da. Oh. Halt, stopp. So, halt. Ey. Der macht, was er will. So, erstmal aussteigen hier. Und das Tor müssen wir öffnen. Wie geht's? Gut, gut. Und dir? Und selbst so? So, dann fahren wir hier einfach mal rein. Geschweige denn, wir schaffen das, in diese Lücke reinzukommen. Aber läuft. Stopp! Aussteigen. Passt das? Ach, sie ist auch ausgestiegen. Guck an. Und Türen müssen wieder geschlossen werden. Erstmal machen wir hier ein bisschen Licht an. Und Türen schließen. So, wir haben 15 Uhr und ich denke mal, damit ist unsere Schicht auch beendet, oder? Was meint ihr? Ich geh mal gucken. Ha, immer noch nicht? Ich will meine Schicht beenden, Mann. Ich will schlafen, ich bin voll übermüdet. 24 Stunden Schicht bin ich hier am Schieben. Gut, gut, und selber. Oh, hier muss ich ja schon rein, ne? Alter, halt die Schnauze. Tutut! Was war hier mein Raum? War der... Nee, hier war der nicht. Scheiße. Ich hab vergessen, wo mein eigener Raum ist. Halt die Klappe, Mann. Ah, hier. Hier will ich schlafen. Oh, ich kann schlafen. Oh. Schlafen. Einsatzbefehl für Florian 5. Von der Landstraße beim Hunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier liegt eine Person, die wahrscheinlich stark alkoholisiert alles ist. Alles senkrecht? Viel Glück. Florian 5 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Schon wieder die Besoffenen? Ey, dass sie nicht einfach mal aufpassen können, ne? Dass sie sich immer so grundlos besaufen müssen. Ich verstehe sowas nicht. Diese das Jugend von heute. Wie geht's? Dass sie noch nicht mal wissen, wann Stopp ist. Ey, geh mal aus dem Weg. Verzack, Alter. Mann. Ey, ich brauche aber erst noch mal kurz einen Drink hier. Ich hab Durst. So, danke. So, was sollen wir? Wo sollen wir? Ach du Scheiße, jetzt muss ich doch rückwärts raus. Das war ja schlau von mir, dass ich hier rückwärts eingeparkt parkt habe. Naja, schaffen wir. Hallo, warum hänge ich. Wo hänge ich denn da? Ach. So, rückwärts raus. Ui. Ui. So, auf geht's, Freunde, in den nächsten Einsatz. Ich brauche erstmal ein bisschen Licht. Und dann schauen wir mal, wo wir hier hin müssen. Ja, wir haben es ja gleich geschafft, Liebelein. Du musst nicht traurig sein. So, hier können wir doch eine Abkürzung nehmen, oder? Nicht gegen den Baum, aber hier übers Gras. Funktioniert doch recht gut, oder? Ja. Ah, nicht das Schild. Oh Mann, ey. Dieses Tatütata, ne? Es geht mir ein bisschen auf den Keks. Ich mache das jetzt mal wie in Norwegen. Die fahren nämlich gar nicht mit Tatütata, sondern nur mit Blaulicht. Und immer dann, wenn irgendwelche Autos in der Nähe sind, dann machen sie Tatütata an. Oder wenn sie über Kreuzung fahren. Und ansonsten chillen die einfach. Ach, schon wieder Ladebildschirm, alles klar. Mit der Deckenstütze haben wir auch schon gelesen. Ey, habt ihr nicht mal irgendwie neue Tipps oder so? Das ist ein bisschen blöd, schade. Ich weiß ja jetzt schon alles, ne? Ach ja, ach ja, ach ja. So, mit der Deckenstütze lässt sich ein Einsatz, ein Sturz von der Decke verhindern, wenn tragende Elemente beschädigt wurden. Ah, weiter geht's. Genau, so. Achtung, da ist ein Auto. Siehst du, jetzt fährt das ran, jetzt können wir wieder ausmachen. Waren wir hier nicht schon bei dem Einsatz? Kommt das gerade so bekannt vor, diese Strecke? Hab ich etwa... Achtung! Incoming! Oha.
Komm, tritt drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Wow! Holy crap. Da war irgendeine Kollision mit den Schienen, ey. Die haben mich voll hochkatapultiert. Alter Scheißdreck, ey. So, hier ist der Waldweg, Fräulein. Hier können wir anhalten, wenn du magst. Achtung, aus dem Weg, Hirsch. Alter. So. Ich muss übrigens mal gucken, was man nochmal mit... Oh Mann, was man mit der Grafik nochmal machen kann, weil die ist jetzt nicht so berauschend, muss ich gestehen. Ja, wo seid ihr denn? Wo seid ihr besoffenen Kinders? Auf der anderen Seite? Ich steig hier mal aus. Ich sehe nur nichts. Guck mal hier. Ah, ich kann auch Licht anmachen. Sehr schön. Hä, wo? Hier stehen irgendwelche. Hä, hier ist Müll. Hä, wo soll ich denn, hä? Ah, hier. Hallo, ich nehme dich mit, danke. Das, ich fühle mich immer wie so ein Sammeltrupp, wie irgendwie so, weiß ich nicht. Läuft immer hier so lang, wo ist denn jetzt mein Auto? Verdammt, da drüben. Man läuft hier immer so lang und sammelt die Leute ein, packt die dann ins Auto und fährt dann wieder los. So, zack, Alter, es ist verdammt dunkel für so einen Einsatz, ne? Aber was soll man tun? Was soll man tun? So, zack, einsteigen. Bam, ja, ja. Oh mein Gott. Es ruckelt gerade so ein bisschen. Ich glaube, deswegen danach... Das ist scheiße. Ich mag, das finde ich jetzt selber nicht so toll, aber kann ich jetzt im Moment leider nichts dran ändern. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Rechts rum, oder? Boah, ich sehe hier einfach nichts. Ich mache jetzt mal das Blaulicht aus. Ey, Blaulicht aus. So. Ja, das ist einfach Mist. Ich glaube. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Ja, das ist zu hohe Grafik für meinen PC, so eine Scheiße. Ich brauche einen neuen. Ich habe es ja bereits schon im BauerLP kommentiert gesagt. Ich habe eine Grafikkarte von, keine Ahnung, schieß mich tot. Und die macht es eigentlich nicht mehr so direkt mit solchen Spielen. Obwohl ich dieses Spiel einfach feier und auch sehr gerne spielen möchte. Was eigentlich schade ist, wenn, sowas nicht spielen kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich muss mich da mal um was Neues kümmern. Und vielleicht kaufe ich mir nicht nur direkt einen neuen PC, neue Grafikkarte, weil ich die ja in meinen Laptop gar nicht reinkriege. Sondern ich kaufe mir dann einen kompletten neuen PC. Schätze ich. Ich bin mir zwar da noch nicht so sicher. Je nachdem, weil ich jetzt so viel... Weil jetzt so viel bevorsteht, aber vielleicht ist das ja noch irgendwann drinne. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal den Patienten ins Krankenhaus verfrachten. Jetzt geht es auch wieder allmählich mit den Buckeleien. Ah, jetzt laden wir erstmal, okay. Mit dem Besen lässt sich Ölbindemittel beseitigen, ja. Okay, wissen wir Bescheid. Können wir hier fegen und so. Das ist alles gar kein Problem. Ja, nur das ist halt ein bisschen blöd, wenn die Grafik da nicht so direkt mitspielt. Ich habe die Grafik bereits runtergeschraubt. Das ist schon fast alles auf niedrig. Nur wenn ich jetzt noch den... ich sehe hier gar nichts, Alter. Wenn ich jetzt noch die... nicht die Details, sondern irgendwas anderes auf niedrig stelle, dann sieht man im Prinzip gar nichts mehr. Und das finde ich ein bisschen blöd. Ich meine natürlich, wenn ich jetzt so Privatspiele spielen sollte oder so, dann... Ach, Alter. Dann juckt mich das ja nicht, ne? Dann kann ich ja sagen, hey, ich spiele einfach so, wie ich das mag. Dann spiele ich auch, sag ich mal, alles auf komplett niedrig. Aber wenn ich das natürlich aufnehmen möchte und euch zeigen möchte, ist es natürlich ein bisschen blöd, weil das natürlich dann nicht so geil aussieht. Aber ich bemühe mich... Und kümmere mich drum. Bitte habt da ein wenig Verständnis für mich.
Es ist nicht alles so einfach und natürlich kann ich mich natürlich auch in solchen Dingen noch verbessern. Ich bin natürlich, niemand ist natürlich perfekt und hat alles sofort und kann alles sofort, deswegen bin ich da bereits dran. Aber Freunde, ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht diesen Einsatz noch zu Ende mache. Ja, komm, das können wir nochmal eben zu Ende machen. Wir sind ja gleich am Krankenhaus schon angekommen und dann funktioniert das auch. Mit dem Hydrantenschlüssel kannst du Hydranten unter Flurhydranten öffnen und entreinigen. Hieß das Unterflurhydrant? Das Wort höre ich jetzt zum ersten Mal. Naja. Alter, ich sehe absolut nichts. Ja, wir sind ja gleich da. Achtung, ich komme, ich sehe nur nichts. Scheißegal, trotzdem 120 fahren hier. Hier muss ich irgendwo rein. Ah, nee, noch weiter. Boah, ich sehe hier absolut nichts. Hier. Oh shit. Ihr könnt ja mal entscheiden, was ich machen soll wegen meiner Grafik jetzt. Soll ich das Spiel so weiterspielen? Seid ihr somit zufrieden? Oder soll ich das Let's Play hiermit pausieren und dann eventuell weitermachen, wenn ich einen neuen Rechner habe, beziehungsweise eine neue Grafikkarte oder so? Was ich natürlich nicht versprechen kann, wann das der Fall sein wird. Das kann sich auf jeden Fall noch ein paar Monate hinziehen. Das ist das Problem. Aber, wie gesagt, ihr könnt das entscheiden. Ihr könnt auch sagen, hey, komm, damit bin ich zufrieden. Das ist okay so. Mir gefällt das, was du machst. Na, auch wenn die Grafik jetzt nicht high quality ist, sondern ein bisschen low. Kann ich damit leben für die 10 Minuten am Tag? Da trotzdem bringt das Spaß, dir zuzugucken bei dem, was du machst. Oder ich lege doch mehr Wert auf das Bild und höre eigentlich gar nicht zu, was du redest, sondern schau nur. Das könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, aber damit sind wir am Ende angelangt. Wir haben den Auftrag erfüllt und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut ihr rein und gebt mir doch eine positive Bewertung oder einen Daumen nach oben, wenn es euch trotzdem noch gefallen hat. Bis dahin, euer Bauer. Ciao, ciao. Jawohl, die Frau oder das Mädel haben wir gerettet von dem Betrunkenheitsgrad. Die war ja recht besoffen, muss ich ja doch feststellen. Habe ich im Wagen gemerkt, als sie hinten auf der Liege lag. Ja, aber das haben wir doch erfüllt. Die Folge war zwar ein bisschen länger, aber gar kein Problem, ey, alles easy. Wie gesagt, ihr könnt das in den Kommentaren entscheiden mit meiner Grafik. Ich weiß, es ist ziemlich scheiße und ich weiß, ich hätte das vielleicht bisschen anders machen müssen, können, wie auch immer. Aber ich dachte, das Spiel wäre eigentlich gar nicht so grafikfressend, aber scheinbar ist es wohl doch. Ihr könnt es auf jeden Fall entscheiden in den Kommentaren und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut ihr rein, euer Bauer, ciao!